select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand, Eigentor, Bundesliga, Staffel Süd zu West, 25. Spieltag, Hansa SC mit seinem Kräuter führt 2:0. Janis, Sieg am 25. Spieltag gegen Greuther Fürth, wo man es hätte erwarten können. Am Anfang habt ihr euch ein bisschen schwer getan, habt dann besser ins Spiel gefunden. Wie hast du das Spiel erlebt und gesehen? Ja, erste Halbzeit haben wir nicht richtig ins Spiel gefunden, haben wenig Chancen herausgespielt, einfache Fehler gemacht. Und ja, zweite Halbzeit haben wir dann das Spiel übernommen. Durch den Elfmeter war Greuther Fürth mehr oder weniger geschlagen. Haben wir Chancen uns herausspielen können, noch ein 2-0 draufgesetzt. Eventuell hätten wir noch 3-0, 4-0 erhöhen können, aber im 2-0 geht im Grunde in Ordnung. Du hast mit deiner Vorlage zu diesem Sieg beigetragen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du es gemacht hast? Ja, also Tim Kircher spielt einen guten Ball ins Zentrum. Bisschen nach hinten, ich nehme den Ball mit. Mit der Sohle ziehe ich ihn nach hinten. Tim startet einen überragenden Laufweg und schiebt den Ball ins lange Eck. Was ziehst du für ein Fazit von der Saison? Ja, wir haben uns, jeder Spieler für sich, weiterentwickelt in den Trainingseinheiten, in den Spielen. In der Hinrunde waren wir nicht so stabil. Uns hat auch noch die Reife gefehlt. Aber ich denke, in der Rückrunde haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht, haben uns die Punkte auch dann verdient geholt. Und es war eine ordentliche Saison, würde ich sagen. Die Situation war ja auch unter anderem deswegen etwas schwieriger, weil euer Haupt- oder Cheftrainer den Fußballlehrer-Lehrgang gemacht hat. Wie war das für euch? Ja, als unser Trainer Lukas Kwasniok war immer Anfang der Woche in Hennef beim Fußballlehrer. Und dann haben wir unsere Trainingseinheiten mit den Co-Trainern, Herr Michi Bischoff und Jörg Jäck. Und die haben eine überragende Leistung gemacht, haben mit uns top trainiert. Die Jungs haben mitgezogen, haben trotzdem auf hohem Niveau trainiert und haben uns dann trotzdem weiterentwickelt, auch wenn der Coach gefehlt hat. Und ja, das hat uns stark gemacht und jeder Einzelne hat sich dann trotzdem entwickelt. Wie hast du dich persönlich weiterentwickeln können diese Saison? Ja, ich habe jedes Training Vollgas gegeben. Durch jede Trainingseinheiten, durch jedes Spiel entwickelt man sich selber weiter und macht gute Fortschritte und das ist der Ziel, das ist das Ziel. Janis, ich danke dir vielmals für das Interview. Dankeschön. Und wünsche dir dann viel Erfolg. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.